Docks. Oh, die Docks wären ziemlich interessant. Ich glaube, ich komme in die Remington. Ich weiß nicht. Okay, hier haben wir wieder Double Tap Root Beer. Nice, nice. Okay, 1500. Oh, nice. Hier geht's hinauf. Jetzt sind wir schon wieder hier. Oh mein Gott. Seht ihr das ja, Tunnel? Tunnel. Oh mein Gott. Was? Der steht. Na, ist mir eigentlich wurscht. Tür, Tür. Gehen wir zu den Docks. Okay, schauen wir mal. Wenn die Tür wieder 2000 kostet, dann gehe ich nicht. 1000. Gehen wir. Wuhu, Docks, ich komme. Was ist das? Hey, ist das ein Teil von der Wunderwaffe von der neuen? Ich will da hin. Okay, das erinnert mich an Call of the Dead von Black Ops 1. Oh, schon wieder sein Key, sein Fett. Ich sollte da nicht so viel kaufen, sondern mehr exploren. Da wird es dann sicher Tonnen von Easter Eggs geben. Und wundert euch nicht, wenn euch dann, wenn dann irgendwann werden. Oh, schauen wir mal, was hier gibt. Kriegt man da jede Runde ein neues Afterlife? Muss aufpassen, dass mich der Zombie nicht hittet. Was ist das? Drei? Fünf? Warte, Moment, Moment, Moment. Was stehen dann hier oben? 3 und 5. 3 und 5. 3 und 5. Ja, Zombie campt da bei mir. 3. 3 und 5. Moment. Das heißt, wir müssen irgendwo irgendwas aktivieren, was 3 und 5 ist. Jetzt komme ich mich da schon wieder weiter. Oh yeah, Uzi. This is how I roll. Oh, hier geht's dann raus. Oh yeah, was ist das? Was ist das? Mein Gott, da gibt es so viel zum Exploren. Was? Okay, spawn noch einer. Wow, 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 wow. Aber hier ist doch kein guter Platz. Na egal. Hier ist kein guter Platz zum Rape Train. Und Runde 5. Ah, muss ich auf der Chuggy. Chuggy, I need to find Chuggy. A soul can see the numbers. 3. Okay, ich glaube, man muss die Spuren lesen, die eben auf der Wand sind. Und die ergeben dann vielleicht einen Code, wo man dann irgendwo hinkommt und dann ein ganz guter Platz ist. So, die Uzi haben. Oh mein Gott. Max Muni. So. Hoppla. Das ist keine so gute Idee. Am liebsten würde ich das ja Koop spielen, aber da die das noch nicht haben, also Havara. Als Pussys sind, kann das vielleicht noch ein bisschen dauern. Oder auf der PS3 spiele ich dann fix. Das heißt, in einem Monat. Da werden wir aber dann vielleicht schon mehr rausgefunden haben. And now, Uzi! Oh yeah. This is
My Weapon. Hier waren wir aber auch noch. Ja, intelligent. So richtig ein Blocker Room. 870. Nuke, die will ich nicht nehmen. Ich glaube, wir sind irgendwo falsch gerannt. Ich bin falsch gerannt. Moment, Leppi, nicht. Nein! Fuck, jetzt habe ich gerade nicht aufpasst. Okay, das heißt, das ist wahrscheinlich so wie ein Quick Revive. Fuck, jetzt habe ich nicht aufpasst. Jetzt habe ich mich nämlich auf mein Dings konzentriert, mein Leppi, weil er in Energiesparmodus wollte. Hier kann man sprinten mit dem auch, Alter. Ja, okay, dann lassen wir das mal. Mag den Zombie killen. Ah! Juhu, ich war nicht. So, dann gehen wir mal zurück, hätte ich gesagt. Weil da taugt es mir nicht recht. Boah, da wo geht man jetzt hin? Ich frage mich, wo man jetzt irgendwie ist es. Das Afterlife ist so wie Who's Who, nur halt. Also das ist irgendwie das neue Quick Revive, glaube ich, weil ihr seht, jede Runde kriege ich eins dazu. Das heißt irgendwie. Ja, Double Tap interessiert mich jetzt eigentlich nicht, weil ich mag Chuggy haben. Jetzt sind wir wieder hier. Don't need power. Hä? Da ist ein Key. Oh ja. Ja, okay, jetzt kenne ich mich wieder aus. Das heißt, da war ich, ja, da war ich. Hier ist auch der Trailer entstanden. Vielleicht könnt ihr euch an den Ort erinnern. Da sind die aus den Gefängnissen rausgekommen und haben sind dann halt zu viert da gestanden. Dann ist auf einmal der fette Zombie-Boss gekommen. Also angeblich Zombie-Boss. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir jetzt noch. Der zerfickt dann alles. Was eigentlich? Irgendwie ziemlich unrealistisch, weil im Trailer, beziehungsweise im Intro, oder wie man das sagen kann, sterben sie ja alle, weil die Zombies sie einsperren und jetzt leben sie wieder. Und das ist wieder auch nicht unrealistisch, weil wir Afterlife haben. Oh, das hat einen Zusammenhang. Hier haben wir schon wieder Max Money und schon wieder was zum Auftreten. Das wird. Ich hoffe, ich überlebe lange. Damit ich euch so viel zeigen kann wie möglich. Oh ja, Double Hit Zombie. Ja, okay, passt. Ist wurscht. Da wollte ich eigentlich eh hinein. Ne, jetzt ohne Spaß. Das heißt, wir hauen uns jetzt da rein. Das ist praktisch. Da muss man nicht einfach zum Afterlife gehen, sondern einfach sterben und man hat schon Afterlife und man sollte das Loch halt treffen. Oh, hier geht's lang. Okay, hier geht's nochmal lang. Ui. Ja. Wow, jetzt wird die Zeit knapp. Man sollte immer auf die Zeit aufpassen und wieso sind da Zombies? It's reviving you. Geh mal. Instakill. Mann, die Map ist geil. 4 zu 400 Punkte passt, haben wir wieder ein bisschen Zeit zum Erkunden. Also Zeit, Geld meine ich. Das heißt, wir schnappen uns jetzt den Schlüssel. Oh yeah, links oben erscheint ein Icon mit Key. Nein, verschwinde nicht. So, Michigan, nein. Wo ist denn hier noch so eine verhutete Tür? Ja, jetzt runnt er auch noch. Nice. Geil. Okay. Da geht's auch nichts weiter.
Hier geht's auch nicht weiter. Und hier. Au, au. What the fuck? What the holy fuck? Geil. Wieso bin ich da eigentlich jetzt? Geil. Okay. Jo. Nice. geiler Tod. Irgendwie habe ich nicht gewusst, dass das ein bisschen elektrisch ist. Aber wir starten es einfach nochmal.